Am 1. Juli-Wochenende soll es stattfinden, das erste Seenland-Festival am Parpitzer See. Die Organisatoren sprechen von 40.000 Besuchern, die angestrebt werden. Wir wollten daher in unserer Umfrage der Woche wissen, ist es eine Chance für die Region oder eher eine Nummer zu groß? Eine Chance ist es, aber ich sag mal, vielleicht ist eine Nummer zu groß. Für so eine Festivals. Weiß man nicht. Eine Chance auf jeden Fall für die Region. Eine Chance, probieren kann man es, sag ich mal so. Und dann wird man sehen, was rauskommt. Eine gute Chance für die Region. Und ich nehme auch an, dass sehr viele Besucher kommen werden. Für uns, ich denke, eine Nummer zu groß. Ja, und das doch, ich denke das. Es kommen doch Obwohl, alle. Sind ja tolle Dinger dort, ne? Trocken, links, alles, wie ich gehört habe. Aber da kommen so viele. Aber Werbung ist doch gemacht. Kann schon sein, dass es für die Region gut ist. Normalerweise ist ja sowas immer gut, ne? Aber ob sie das alles einpegelt? Gut, ich kenne den Parpitzer See nicht so, ich war da noch nie gewesen. Aber vielleicht ist es für die Region eine Chance, dass es was wird. Dass vielleicht doch mehr Touristen zu uns kommen. Und ich muss mal das Negative sehen bei uns und mal das Positive. Ach, schwierig zu sagen. Es wäre schön. Es wäre eine super Sache für die Region. Aber ob 40.000, aber doch, die kommen zusammen. Ja, bin ich Optimist. Ich sage, ich denke, es wird eine Chance werden. Es ist ja Seenlandschaft, Urlaub, wenn viele kommen. Sowohl Chance wie auch Gefahr. Also die Veranstalter überschätzen sich vielleicht wirklich ein bisschen. Die Lausitzhalle, ne, mit angegliederten Betrieben. Und die anderen, die das kritisch sehen, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Erfahrung bei den ganzen Sachen. Aber alles, was man im Seenland tun kann, nützt natürlich dem Seenland. Das finde ich ganz in Ordnung. Der Wunsch, dass das Seenlandfestival ein Erfolg wird, ist offensichtlich groß. Bedenken äußern aber auch viele. Wir werden uns überraschen lassen müssen.